wie kann man nun Abschnitte und Abschnittsgruppen vor unberechtigtem Zugriff schützen? Grundsätzlich sind Abschnitte für jeden, der darauf Zugriff hat, jederzeit einsehbar. Möchte man das nicht, weil beispielsweise die Inhalte vertraulich sind, kann man Abschnitte auch Kennwort schützen. Ich zeige das hier an einem Beispiel an der Stelle einen neuen Abschnitt mit dem Titel Privat. Hier habe ich eine neue Seite mit dem Namen Kennwortschutz und möchte nun diesen Abschnitt hier mit einem Kennwort schützen. Mit dem Klick auf die rechte Maustaste in der Abschnittsbeschriftung komme ich in das Kontextmenü und als vorletzten Punkt finden wir hier diesen Abschnitt durch ein Kennwort schützen. Ich klicke mit der linken Maustaste darauf und rechts öffnet sich ein zusätzliches Fenster mit den Einstellungsmöglichkeiten für den Kennwortschutz. Ich kann hier über den Button Kennwort festlegen, ein Kennwort vergeben. Bitte das Kennwort so wählen, damit man, dass man sich später auch wieder daran erinnert. Ich vergebe hier jetzt ein Kennwort, welches ich ein zweites Mal zur Bestätigung eingeben muss. Klicke OK und dieser Abschnitt ist nun Kennwort geschützt. Ich schließe hier diesen Bereich, wechsle in einen anderen Abschnitt und wieder zurück auf Privat. Hier ist kein Kennwort einzugeben, denn die Zeit, bis der Kennwortschutz wirkt, ist noch nicht vergangen. Wo kann ich das einstellen? Hier über den Kennwortschutz kann ich bei den Kennwortoptionen, das haben wir auch beim Teil Optionen durchgenommen, die Kennwörteroptionen einstellen. Und hier sind kennwortgeschützte Abschnitte sperren, nachdem ich so lange nicht darin gearbeitet habe, 5 Minuten eingestellt. Ich hätte also jetzt 5 Minuten warten müssen. Ich könnte aber auch bei sehr vertraulichen Inhalten die kennwortgeschützten Abschnitte sobald sperren, sobald ich sie verlassen habe. Ich setze hier dieses Häkchen, klicke auf OK und wechsle wieder zurück. Und wenn ich jetzt wieder zurückwechsle auf Privat, ist dieser Teil kennwortgeschützt. Ich muss die Eingabetaste drücken und die Kennwortabfrage erfolgt nun. Ich gebe OK ein und die Seite wird entsperrt. Wie gesagt, das befindet sich auch unter dem Reiter Kennwortschutz, Kennwortoptionen. Hier kann ich das unter den Optionen entsprechend einstellen auf die Sicherheitsstufe, die ich dafür gerne verwenden möchte. Ich werde das hier jetzt wieder deaktivieren und mit OK bestätigen. Möchte ich ein Kennwort wieder entfernen? Funktioniert das auf dem gleichen Weg? Hier Kennwort entfernen. Ich muss es ein letztes Mal bestätigen und klicke auf OK. Damit ist der Kennwortschutz jetzt wieder aufgehoben und diese Seite ist nicht mehr kennwortgeschützt. Zusätzlich könnte ich Seiten, die ich mit einem Kennwort geschützt habe, ich mache das hier noch einmal zur Wiederholung, auch sofort sperren, indem ich die Tastenkombination Steuerung Alt und L verwende. Steuerung Alt L und dieser Bereich ist kennwortgeschützt und kann wieder nur über die Eingabe des Kennwortes entsperrt werden und ist dann zur Bearbeitung freigegeben. Wie gesagt, Kennwort entfernen über diesen Punkt hier, Kennwort entfernen. Okay. Und der Kennwortschutz ist wieder deaktiviert. Kennwortschutz macht für gewisse Abschnitte Sinn, auf die nicht alle Teilnehmer in einem Gruppennotizbuch beispielsweise Zugriff haben sollen.